Wenn man... Das ist doch wirklich lächerlich. Da ist man ja schon gezwungen, ein gleich starkes Pokémon zu haben. Und das ist eben das, was ich nicht will. Oder ich mach mal den Geschwindigkeit schneller. Kann ich denn den noch schneller machen? Habe ich denn irgendwas? Hier auf jeden Fall nicht. Hier auch nicht. Auch nicht. Wie viel von diesen Top-Genesungen habe ich denn noch? Gar keinen mehr! Shit! Das wird meinem Pokémon nicht gefallen.
Der Beulenhelm wird mich zum Sieg führen. Ich wüsste nur zu gern, ob ich schneller bin. Da hätte ich Durchbruch machen müssen. Aber ich habe keinen Durchbruch. Oh nein, ich muss noch den Beutel. Das hat mir nicht gefallen. Speichern, falls ein Treffer kommt, der einfach nur unfähig ist. Und Konter! So macht man das. Einfach überwältigen, wie schnell die jungen Leute sich weiterentwickeln. Die haben mir auch zweimal Geld zurückgegeben, könnte man sagen. Also mein Geld wieder zurückgegeben. Ich habe 7000 verloren. Zweimal. Ihr seid zwei... Ja, okay. Das konnte ich jetzt nicht so schnell lesen. Tut mir leid. Die Sequenz ist nicht lang, ne? Sonst hätte ich die Cam jetzt noch schnell weggemacht. Bei solchen Sequenzen mache ich das eigentlich lieber gerne. Und ja, die sind halt den Pokémon zu kurz. Ho, ho, ho. Ich wusste
wusste ich's doch, dass ich mich auf dich verlassen kann, Blake. Prächtig, prächtig. Wenn ich sehe, wie toll du Dakuma trainiert hast, geht mir das Herz auf. Vor langer Zeit hat sich mein damals bester Schüler auch an diesem Training versucht. Sein Name war Delian. Leider hat ihm sein miserabler Orientierungssinn einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er hat es nicht einmal bis zum Turm geschafft. Ho, 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 so, jetzt ist aber Zeit für Dakumas Entwicklung. Zeig ihm doch bitte mal die Schriftrolle des Unlichts. Aber hier mache ich mal kurz die Cam weg. Möchtest du Dakuma die Schriftrolle des Unlichts zeigen und bei ihm die Entwicklung loslösen? Dakuma? Kuma! Es entwickelt sich! Dein Jin hat sich zu einem Wulaosu entwickelt. Für Wulaosu wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es ist darauf spezialisiert, Gegner mit nur einem Treffer zu bezwingen, indem es sie schlagartig anfällt und einen fokussierten Hieb austeilt. Finstertreffer zu erlernen. Soll eine bekannte Attacke durch Finstertreffer ersetzt werden? Ja. Mal sehen, welchen wir nehmen. Ich würde mal sagen, Konter. Die war zwar hier gut, aber... Nein, Eisenschädel. Ich finde, Aeroas ist noch gut. Aber komm, hier. Eisenschädel weg. Konter kann ich nämlich ziemlich gut nutzen, wenn ich gegen welche kämpfe, die wirklich auch brutale Angriffsstrategien nutzen. Sieh und staune, vor dir steht Wulaosu in all seiner Pracht. Eine unbeugsame Rüstung, an der selbst der härteste Klinger entzwei bricht. Der fokussierte Stil des Unlichts in seiner vollendeten Form. Kaum zu glauben, dass du sich als kleiner Racker immer ängstlich hinter mir versteckt hat. Was für eine Veränderung. Egal wie viele Jahre man schon auf dem Buckel hat, das ist doch immer etwas Bewegendes. Jemandes Entwicklung so nah mitzuverfolgen. Vielen Dank, Blake und Wulaosu. Och, da hätte ich doch beim Heinhaar etwas Wichtiges vergessen. Hier, für dich, das überreiche ich nur jenen, die gegen mein wahres Ich gekämpft haben. Ligakarte von Maastricht. Okay, Sir. Es ist Zeit, zum Dojo zurückzukehren. An ihrem Talent gibt es nichts zu rütteln. Dann ist es wohl so langsam an der Zeit. Aber... Hey, Blake, willkommen zurück. Du scheinst bei deinem Training hier im Dojo ja richtig ranzuklotzen. Hopp war derjenige, der hierher sollte, oder? Ach, du bist Hopp. Menno, bist du gar nicht überrascht, mich hier zu sehen? Ich bin wegen Nachforschung zum Dynamax-Phänomen für eine Weile auf die Rüstungsinsel. Oho, ihr zwei seid also befreundet. Dieser quirlige junge Mann hat mich gerade gefragt, ob er auf der Rüstungsinsel campen darf. Was ich natürlich prompt abgelehnt habe.
Warum sollte er draußen campen müssen, wenn er auch hier im Dojo übernachten kann? Das wäre mir natürlich eine große Hilfe, aber ich will niemanden Umstände machen. Bei uns im Master Dojo ist jedermann jederzeit willkommen. Und als Dalions kleiner Bruder gehörst du sowieso quasi zur Familie. Stimmt, als er jünger war, hat Dalion in diesem Dojo trainiert. Gut, sie haben es so gewollt. Dann werde ich doch eine Weile hier bleiben, Meister Maastricht. Ja, das sind doch mal dufte Neuigkeiten. Je mehr hier los ist, desto lustiger wird es. Übrigens, Blake, wolltet dir noch etwas zu Takuma oder eher zu seiner Entwicklung Wulaosu erzählen? In diesem Pokémon schlummert das Potenzial zur Gigadynamaximierung. Bei Dynapilzen rollen sich ihm allerdings vor Ekel die Zehennägel auf. Deswegen ist er es keine Dünersuppe. Aber wenn man der Suppe ein gewisses Etwas hinzufügt, das man hier auf der Rüstungsinsel finden kann, ändert sich das. Dieses Etwas ist... Was ist es? Es ist... Ich hab's vergessen. Was? Das gibt's doch nicht. Hehehe, das macht dir sogar noch mehr Spaß als Medaillen. Dieses Etwas, das wohl Lauso die Dünersuppe schmackhaft machen würde, hat etwas mit einem bestimmten Pokémon zu tun. Wo Hopp schon mal da ist, könnt ihr euch auch zu zweit Gedanken machen und danach suchen. Also dann, haut rein, aber nicht zu doll. Läuft das Training hier immer so ab? Ich weiß zwar nicht worum es hier eigentlich geht, aber jetzt bin ich auch neugierig auf dieses Etwas. Übrigens habe ich in einem Buch mal was über Wulaosu gelesen. Sie gehören der Kategorie Kung Fu an und leben in den Bergen, in einer weit entfernten Region. Gut zu wissen, ob. Ach, das war eben hängen geblieben. Ich beschäftige mich in letzter Zeit besonders mit Pokémon aus anderen Ländern. Jedenfalls, wenn ich mich recht erinnere, mögen Wulaosu zähflüssigen Honig. Blake, ich hab's! Honig gibt es nicht ohne Pflanzennektar, oder? Und wo gibt es Pflanzen im Wald? Ich werde dir helfen, schließlich hat das auch mit meinen Dynamax-Nachforschung zu tun. Los, machen wir ein Wettrennen zum Wald, hinterm Sumpfgebiet. Der letzte ist Alamos. Hat sich kein bisschen verändert. Ja, die Story geht dann doch noch ein bisschen weiter, ne? Ist schon ein Prachtexemplar. Ja, doch eher was von Jin. Kazama. Ich lasse ihm auch den Beulenhelm ruhig an. Sollen sich doch die Leute verletzen, wenn sie den prügeln wollen. Ja. Pokémon kann ich ja wieder mir holen. Also, es ist cool mit einem neuen Pokémon. Naja, trainiert habe ich das ja nicht wirklich. Ich hätte es ja trainieren sollen, aber ich habe den einfach vollgestopft mit Sachen, die ich gesammelt habe. Ich finde es schon schön, dass sie es an mir leichter machen. Focus Force müssen wir hin.